Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem neuen Video für euch. Und zwar habe ich eine Karte mit einem Pikachu für meine Nichte gebastelt. Ich habe auf dem Stempelmecker dieses Jahr ein paar neue Stanzen gekauft und deswegen ist zum Beispiel dieses Set noch gar nicht bei mir vernünftig eingeräumt. Ich habe das direkt ausprobiert und war so begeistert, da habe ich schon, glaube ich, 3 oder 4 Karten mitgemacht. Ich habe aus Action Leinen-Cardstock in hellgelb eine Art Rahmen gestanzt. Dafür habe ich dann zwei von den Stanzschablonen kombiniert und habe dann so eine Art meine Basis quasi. Für den Aufleger habe ich mir aus Papierresten, wie ihr seht, eine Art Streifenhintergrund geklebt. Wie das genau vonstatten geht, habe ich euch schon in einem früheren Video gezeigt. Deswegen habe ich das quasi ein bisschen übersprungen. Man lernt ja mit der Zeit dazu und ich habe gedacht, warum sich den Aufwand machen und die Auflagefläche gleich passend schneiden und bekleben. Man kann sie natürlich mit den beiliegenden Stanzschablonen wunderbar in Form stanzen. Das heißt, das, was überbleibt, ist dann nicht mehr viel und dann kann ich das mit gutem Gewissen auch mal entsorgen. Das wird einfach durch die Big Shot bei mir durchgekurbelt und ja, das, was rausfällt, ist das, was ich benutze, das Innere quasi und das Äußere wird in die Papiertonne wandern. Ich habe einfach ein Stück Restpapier mit Streifen, die, wie ihr seht, bei mir sich schon wieder vergrößert haben, die Menge. Mit einem Distress-Grauton habe ich die dann natürlich gewischt. Aus der zweitgrößten Stanze habe ich den schwarzen Aufleger benutzt und wie ihr seht, ist mir der Rahmen zu dick. Das heißt, ich messe aus, wie groß meine Auflegefläche ist und matte das Ganze noch einmal. Stift und Zettel ist immer vom Vorteil. Lieber, wie heißt es so schön, lieber zweimal nachmessen und einmal schneiden, anstatt sich zu verschneiden. Was beim Rahmen ausstanzen rausfiel, habe ich gerade auch kurz ins Bild gehalten. Auch dieses Papier kann man halt weiter benutzen und man hat zum Beispiel ja, Fläche für also Ausstanzung oder ähnliches. Hier habe ich ein einfaches Druckerpapier in Creme. Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich hatte mal einen Batzen A3 große Stücke geschenkt bekommen und ja, je nachdem, wenn ich keine Lust auf Weiß habe, benutze ich halt auch mal Creme und das gefällt mir halt so, so viel besser. Ich habe den Aufleger auch wieder mit dem gleichen Grauton, müsste Pumiceton sein, das benutze ich eigentlich am meisten und wenn nicht, dann Lost Shadow, also das sind so meine zwei Lieblingsgrautöne. Mit dem Klebestift wird das natürlich wieder auf die Mattung geklebt, weil ich ja das Ganze noch vernähen möchte. Wer keine Nähmaschine möchte oder benutzt, der kann das natürlich direkt mit doppelseitigem Klebeband oder Kleber eures Vertrauens arbeiten. Ja, ich brauche keine große Klebekraft. Das Nähgarn macht das hinterher bombenfest. Das geht dann nicht mehr auseinander. Und hier klebe ich sozusagen schon die zweite Schicht. Auf dem Schwarzen sieht man das relativ schlecht, aber die Stanzschablonen haben so eine Art Prägung. Das sieht aus wie kleine Nähte und ich fand das so schick, vor allem weil es so filigran ist. Das habe ich gar nicht erwartet. Das ist auch eins meiner neuen Stanzschablonen. Sie sind nicht neu, aber für mich neu. Und daraus habe ich aus Designpapier den Namen oder Spitznamen Mina gestanzt. Und irgendwie fand ich das nicht so ganz. Also, es war ein bisschen langweilig und habe ich mir gedacht, ich kann mit Vintage-Foto ein bisschen den unteren Bereich dunkler machen. Ich weiß nicht, manchmal habe ich dann so Ideen und dann probiere ich mich einfach aus. Mit einem Schmierzettel halte ich die kleinen Elemente fest. Die sind ja quasi jetzt nur einlagig und sind filigran. Also, das Designpapier, was ich ausgewählt habe, ist eigentlich ein Origami-Papier. Das ist wirklich hauchdünn. Ich habe aus weißen Resten natürlich drei weitere Lagen gestanzt. Die habt ihr jetzt kurz im Bild gesehen. Die sind einfach dahinter geklebt und ich habe dann mit dem Vintage-Foto wieder quasi den unteren Bereich noch verstärkt eingefärbt, damit das halt wirklich wie eine Art Schatten durchkommt.
und das Weiße halt nicht so aufdringlich ist. In der Regel mache ich das eigentlich passend zu der Farbe des Designpapiers in Rot, aber da habe ich mich irgendwie anders entschieden. Man probiert sich ja auch mal aus. Ich habe im Internet ein Ausmalbild gefunden, was mir gut gefallen hat. Ihr könnt einfach bei der Google-Suche zum Beispiel auf Schwarz-Weiß-Einstellungen gehen bei der Bildsuche oder ihr gebt von vornherein sowas ein wie Ausmalbild oder Line Art. Line Art ist quasi so der künstlerische Begriff. Das sind die Outlines von einem Motiv. Das heißt, ihr habt kein koloriertes Motiv, ihr habt wirklich was zum Ausmalen. Natürlich, wer zum Beispiel nicht so aufs Ausmalen steht, der kann auch sich die bunte Version einfach ausdrucken. Das erleichtert einem den Prozess, falls man wirklich ein 1:1-Bild haben möchte. Und ja, ich bin halt jemand, der gerne ausmalt. Das ist übrigens mein Hund, der träumt anscheinend gerade. Ich habe mal wieder mit dem Distress Reinkarn koloriert. Das ist aktuell mein bevorzugtes Medium. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe letztens aufgeräumt und festgestellt, ich habe so viele verschiedene Sachen. Eigentlich müsste ich viel mehr wechseln. Und ja, mal gucken, ob ich diesen Vorsatz fürs neue Jahr mitnehmen kann und mal euch was anderes zeige. Ja, was dieses Video auch noch für Überraschungen bereithält. Ich war ehrlich gesagt zwischendurch echt am Zweifeln, ob ich dieses Video hochlade. Und dann habe ich mir gedacht, ich denke, ich bin nicht die Einzige, die zwischendurch auch mal Fehler macht, frustriert ist und mit dem Endergebnis vielleicht unglücklich ist. Ja, was genau passiert, erzähle ich euch gleich. Ich habe auf jeden Fall mir eine Vorlage im Internet ausgesucht, wie Pikachu tatsächlich farblich aussieht. Der hat rote Wangen, der ist überwiegend gelb, ist eine elektrische Maus, wenn man das halt in die tierische Welt interpretieren möchte. Und am Schwanzansatz ist es braun. Ich habe dann, wie gesagt, hell angefangen, erstmal die Grundfarbe aufgetragen und dann kann ich mit, wie zum Beispiel hier, eher so orange-gelb mehr die Schatten setzen, wo ich denke, dass der Schatten hinfällt. Das ist natürlich keine Kunst an sich. Es ist auch nicht 1:1. Eigentlich haben die relativ wenig Schatten im Original, aber ich finde, so wirken sie ein bisschen plastischer, ein bisschen lebendiger und ja, das ist dann halt mein Stil. Ich koloriere auf meine Art und Weise und ich denke, man kann das irgendwie auch dann von anderen Sachen unterscheiden. Ja, hier wird einfach quasi geschichtet. Das Schöne ist bei Aquarellfarben, Distress Reinkarn und auf wasserbasierende Mittel, ihr könnt die quasi wirklich übereinander malen und wenn ihr mit einer Farbe unzufrieden seid, ihr könnt das immer noch korrigieren, das ist gar kein Thema. Und ich stehe halt auf intensive, kräftige Farben und deswegen reicht mir halt ein oder zwei Anstriche oft nicht aus. Deswegen gehe ich halt öfters drüber. Ihr müsst halt nur aufpassen, dass die Flächen weitgehend trocken sind. Wenn man mit wenig Wasser arbeitet, so wie ich, geht es eigentlich recht fix mit dem Trocknen. Manche nehmen halt den Heißföhn zum zwischendurch trocknen. Mein Favorit ist eigentlich Aquarellpapier. Da ich aber hier mit einem digitalen Motiv arbeite, bin ich dann ein bisschen vorsichtig und mein Drucker kann, glaube ich, auch nicht wirklich auf Aquarellpapier drucken. Ich habe einen Laserdrucker und das ist spezielles Laserpapier, was ich hier habe. Also ich war ehrlich gesagt am Anfang auch sehr vorsichtig und habe überwiegend mit Aquarellbuntstiften ausgemalt. Inzwischen weiß ich auch, die Distress Reinker funktionieren wunderbar und deswegen bin ich auch mutiger. Wir haben so ein bisschen quasi hinter der Kamera vorgearbeitet. Ich habe noch ein bisschen gestanzt. Ich habe ein Fännchen aus Transparentpapier, ein Happy Birthday aus so einem Fotoverlaufspapier. Das ist von ja, von EFKO, glaube ich, hat eine Freundin von mir mitgebracht. Ich habe ein Fännchen mit einer Actionstanze gestanzt, das hat so einen Stitchrand. Und hier habe ich ein
Hintergrundset von Wiff of Joy. Wiff of Joy gibt es nicht mehr. Das heißt, das sind wirklich Stempel aus meiner Sammlung. Die sind schon uralt im Grunde, aber ich mag sie nach wie vor und benutze sie halt auch. Also, warum sollte ich die verkaufen oder entsorgen, wenn sie mir weiterhin gefallen? Ich habe hier einfach mit einem Memento in Gelb den Stempel eingefärbt und drücke das Papier direkt drauf. Also es klebt auf meiner Glasunterlage. Ich erwarte keinen perfekten Abdruck, und auch andersrum funktioniert es ganz wunderbar, wie ihr seht. Dadurch, dass das halt jetzt nicht montiert ist, kann ich sogar das Ganze so ein bisschen biegen und mir wirklich nur ein Element aus dem ganzen Stempel quasi auf das Papier aufdrücken. Wie immer, da, ich weiß nicht, ich wiederhole mich zwar ständig, sauber machen. Ich benutze hier einfaches Wasser bzw. destilliertes Wasser und ein Mikrofasertuch. Hier habe ich einen Hintergrundstempel mit einem, ja, ich sag mal, Schriftzug asiatischer Herkunft. Welche Sprache das genau ist, ich vermute mal Japanisch. Ich habe hier Memento Sand Farbe genommen und drücke mir das Ganze auch wieder quasi als Muster auf meinen fertigen Hintergrund auf. Und die Farbe ist halt sehr subtil, die ist nicht so aufdringlich und gibt einfach quasi Struktur. Auch hier wieder mit Wasser sprühen, einmal sauber machen und verräumen, damit ihr hinterher auch eure Sachen wiederfindet. Wie immer versuche ich alles, was ich finde, auch in der Infobox aufzulisten. Es gibt keine Links von mir, weil, wie zum Beispiel bei den Wiff of Joy Sachen, die gibt es nicht mehr. Die könnt ihr auch käuflich nicht neu erwerben, eventuell in Flohmärkten oder bei Leuten, die halt ihre Sachen verkaufen. Ja, den Pikachu habe ich natürlich ausgeschnitten, randgenau, und habe mir dann die Kanten mit einem schwarzen Fineliner eingefärbt. Mit einer Prickelmatte und meiner Schere habe ich das jetzt einfach am Rand entlang gewölbt, dass das halt auch abgerundet ist und nicht so platt ist. Und ich habe mich entschieden, natürlich wie immer, mit Pappe das Ganze zu hinterkleben. Wer das nicht möchte, kann natürlich auch Schaumklebeband benutzen. Schaumklebeband ist wesentlich dicker. Ich glaube, die Pappe, die ich zurzeit benutze, die hat nur 1 mm, wenn nicht sogar weniger, Dicke. Das heißt, auch wenn ich mehrere Schichten übereinander klebe, das gibt zwar etwas Dimension, aber nicht so viel. Hab hier ein paar kleine Elemente mir noch zurechtgeschnitten, damit ich halt auch die Öhrchen und den Schwanz noch etwas höher setzen kann. Aber wie gesagt, das ist sehr wenig, also Millimeter, das fällt fast schon gar nicht auf. Aber am Ende wirkt das halt interessanter, weil die Karte so ein bisschen plastischer ist. Mit einem Stanzschablonenset von All and Create habe ich diese Rahmen, so quadratische Postkartenrahmen gestanzt. Ich kombiniere ja oft verschiedenste Sets miteinander. Ja, und All and Create ist absolut mein Favorit zurzeit. Die kommen mit so schönen Sets raus, da kann man sich fast schon gar nicht entscheiden, was man zuerst kaufen soll. Ich sammle sie, und das, was ich halt gerne habe, benutze ich auch gerne. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch öfters auf meinen Werken zu sehen sein. Hier habe ich die einfach mit Tesafilm dahinter geklebt, erhöhe das Ganze nochmal um eine Schicht Pappe, und ich habe mich entschieden, mit demselben Gelbton, den ich zum Nähen benutzt habe, auch wieder Schlaufen zu setzen. Das gibt dem Ganzen auch wieder ein bisschen mehr Interesse, ein bisschen mehr Struktur und Wiederholung. Also ich finde, wenn man gewisse Elemente öfters auf der Karte sieht, sieht das Gesamtbild hinterher einfach harmonischer aus. Die kann man auch wieder auf der Rückseite einfach mit Tesafilm festkleben. Das sieht ja hinterher keiner, und es gibt dem Ganzen ein bisschen Stabilität. Also Nähgarn mit Flüssigkleber ankleben funktioniert zwar auch, wenn ihr dann spontan euch dann entscheidet, das noch dazu zu setzen, aber hier ist es so ein bisschen mit Planung passiert, deswegen konnte ich das vorher schon quasi ein bisschen verstecken. Mit doppelseitigem Klebeband und Flüssigkleber wird das natürlich aufeinander, also wird die Pappe beschichtet, und ich klebe das auf das Fähnchen, was wir vorher bestempelt haben, und erhöhe das Ganze nochmal. Hier ist das natürlich eine gerade Fläche, da reicht einfach ein
Rechteck aus. Wie immer auch wieder doppelseitiges Klebeband und Tacky Glue vom Action, was ich ja in die kleine Flasche umgefüllt habe. Das gibt mir ein bisschen mehr präzisere Auftragung und ich kann dann viel, viel feiner arbeiten. Ich versuche das ein bisschen auf der Karte schon zu platzieren und zu gucken, dass mir auch genug Platz bleibt für den Namen und für den Happy Birthday Spruch. Die Buchstaben sind so ein bisschen, ich sag mal, wie handgelatert. Das heißt, ich habe hier auch ein bisschen mit versetzt gearbeitet. Ich wollte das nicht auf eine Linie, weil das ist halt fürs Auge irgendwie interessanter und nicht so langweilig. Also habe ich die mit lila Tape fixiert, umgedreht und auf der Rückseite trage ich halt jetzt den Flüssigkleber auf und klebe mir das auf das Transparentpapier. Das kann man natürlich auch mit der Glasplatte ein bisschen ausrichten. Da muss man halt relativ gerade drüber schauen, damit man sieht, dass man auch wirklich alles erwischt und dass es auch halbwegs mittig ist. Dann gucke ich, dass das Happy Birthday noch mit drauf passt. Und da ist ein großer Schnitt drin, denn ich hatte einen Unfall. Mir ist mein Tee auf dem Tisch ausgelaufen und das ganze Papier war aufgeweicht. Das heißt, den kolorierten Abdruck und den Hintergrund konnte ich absolut nicht retten. Ich musste wieder von vorne loslegen. Das habe ich euch natürlich erspart. Ich habe das ein bisschen abgewandelt. Wenn ich schon quasi von neuem loslege, 1:1 Kopie wollte ich dann auch nicht. Ich habe den Pikachu kleiner ausgedruckt. So musste ich weniger kolorieren am Ende. Und es passte auch von der Form her wesentlich besser. Es war nicht so dominant und sind die Buchstaben quasi nicht untergegangen. Habe mich entschieden, dadurch, dass der Pikachu so viel kleiner ist, muss ich halt den linken Bereich der Karte etwas mehr füllen und habe dann aus einem Reststück dann noch ein Fändchen in Cardstock hellgelb gestanzt, was quasi die kleinere Größe ist von dem Transparenten. Vorher war es ja ein weißes Fändchen, was ich bestempelt habe. Hier habe ich mich einfach bisschen anders ausgetobt. Wie ihr seht, ist auch der Hintergrund etwas anders. Ich habe mich dann statt für Sand für Grau entschieden und habe dann die asiatischen Schriftzeichen in Grau gestempelt, was irgendwie im Gesamtbild gut passte. Der Hintergrund ist natürlich komplett neu gemacht und ich hatte mir überlegt, dass ich das auch beim Nähen etwas anders handhabe. Und habe dann noch ein paar Elemente von All on Create mit eingearbeitet. Ja, was ich eigentlich sagen möchte, gebt nicht auf. Also gut, das war jetzt wirklich sehr frustrierend, weil ich wirklich fast komplett von vorne anfangen konnte. Das Einzige, was ich noch retten konnte, weil ich schnell genug reagiert habe, waren die Buchstaben, der Name. Und ich meine das Happy Birthday, weil das einfach auf meinem Computer weiter oben lag. Und ja, es war frustrierend. Aber ich sage immer, nicht aufgeben. Bei kleinen Fehlern, da reicht auch meistens nur ein kleiner Austausch von einem Stanzelement oder etwas neu stempeln, etwas überkleben. Dann ist das nicht so schlimm. Aber auch bei größeren Unfällen passiert. Ich habe daraus gelernt, Getränke nur noch in verschlossenen Flaschen. Nein, es ist ja nicht so, dass ich nicht drauf achte. Ich hatte einfach ja, einen Moment, wo ich nicht aufgepasst habe. Wie gesagt, ich bin auch nur ein Mensch und einfach weitermachen. Wie ihr seht, habe ich hier auch die Platzierung der Rahmen etwas anders gewählt. Auch die musste ich natürlich komplett neu stanzen. Das ist dann halt so, aber es ist nur Papier. Also mir ist kein elektronisches Gerät dabei kaputt gegangen, weil Gott sei Dank stehen unsere Computer etwas erhöht. Ich hatte wirklich nur den ganzen Tisch unter Wasser. Das ist, ja, ich glaube, das letzte Mal, wo ich einen Fehler hatte, da habe ich mir Papier verkokelt, weil ich das irgendwie zu sehr nah an der Kerze hatte. Deswegen gibt es auch keine Kerzen mehr im Büro. Aber ja, Getränke müssen halt sein. Also ich sitze teilweise stundenlang am Schreibtisch und wenn ich dann nichts trinke, würde ich schon fast vom Basteln verdursten. Nein, das geht nicht.
Aber im Grunde ist es halt ziemlich gleich oder sehr ähnlich, sage ich mal. Das Grundprinzip hat mir auch gefallen. Und wie gesagt, am Ende habe ich gesehen, dass mir der Pikachu irgendwie zu groß war. Ich hatte den schon vorab mal ausgedruckt und dachte, ja gut, ich gehe dann auch mit der Größe und mache das halt mir passend. Und so konnte ich halt ein bisschen was verändern, was mir halt hinterher besser gefallen hat. Zum Beispiel mochte ich die gelben gestempelten Sterne nicht so gerne. Oder die Schneeflocken, nee, Sterne waren das. Diesmal habe ich sie etwas anders gesetzt, aber ich habe halt die gleichen Stempel benutzt. Und wie ihr seht, habe ich hier noch einige gestanzte gelbe Elemente mit auf der Karte. Die habe ich auch mit vernäht. Das gibt halt auch ein bisschen Struktur. Und ja, wie immer, wer mit Flüssigkleber arbeitet, der weiß, er braucht halt eine gewisse Zeit zum Trocknen und führt halt auch oft dazu, dass das Papier sich anfängt beim Trocknen zu wölben. Um das Ganze ein bisschen zu vermeiden, hilft es halt, die Sachen mit Gewichten zu beschweren. Ich habe halt zwei große Glasblöcke. Der eine zum Beispiel ist jetzt mit einem Skorpionmotiv, der in das Glas geschnitten ist, gelasert. Ich weiß nicht, wie genau der Prozess abgeht. Auf jeden Fall, die habe ich mal geschenkt gekriegt und die benutze ich halt weiterhin zum Basteln. Nicht so, wie sie eigentlich als Deko-Elemente gedacht sind, aber es funktioniert. Was auch funktioniert, sind mehrere Acrylblöcke, je nachdem, wie dick eure Acrylblöcke sind zum Stempeln. Könnt ihr die auch benutzen. Ich habe hier kleine Streifen geschnitten aus Pappe und klebe sie halt hinter die breiteren Seiten der Buchstaben. Und das Ganze natürlich von beiden Seiten. Das heißt, hier wird ein bisschen gespielt, wo ich das Ganze haben möchte. Es muss ja lesbar bleiben und es muss auch irgendwie mittig sein, in etwa, also fürs Auge. Also ganz mittig wollte ich es ja auch nicht. Das zieht schon so ein bisschen nach unten. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz fürs Happy Birthday. Mein i-Pünktchen ist leider auch irgendwie verschwunden, aber das ist wirklich das kleinste Problemchen. Das ist mir schon so oft passiert. Da klebe ich halt einen Schmuckstein statt dem i-Pünktchen und das sieht so aus, als ob es so gewollt war. Mit dem Tiki-Glue kann ich relativ feine Linien setzen und wenn es halt zu wenig Fläche ist, dann reichen auch kleine Pünktchen. Platziere das Ganze, drücke das ein bisschen an, Gewicht drauf, gucken, dass das auch wirklich da geblieben ist, wo es sein sollte. Ab und zu, dadurch, dass man so ein Gewicht draufsetzt, verschiebt man das um einen halben Millimeter und das sieht dann halt etwas schief aus. Deswegen hilft es, von oben drauf zu gucken. Mit dem Birthday verfahre ich genauso. Einfach Kleber auf der Rückseite. Auch das Happy Birthday ist übrigens mehrmals hinterlegt. Da habe ich tatsächlich auch schwarzes Papier benutzt, damit das halt sich nicht zu so sehr absetzt, also nicht durchscheint. Und bei Schwarz finde ich schon, dass das irgendwie komisch wirkt, wenn das mit Weiß hinterlegt ist. Die Grundidee ist fertig, das heißt, unser Kartenaufleger samt Mattung ist fertig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Kartenrohling und die Pappe, die quasi dazwischen geklebt wird. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Rahmen vom Anfang an erinnern könnt. Den muss ich natürlich auch neu ersetzen, aber ich trage hier den Kleber nur an der inneren, im inneren Bereich auf und platziere meinen Aufleger oben drüber. Es bleibt halt noch der Rahmen über, der gestitchte Rahmen, den ich natürlich auch behalten möchte. Und ich fixiere das Ganze auf der Rückseite mit Tesafilm, bis der Kleber wirklich sitzt. Dauert es ja halt eine gewisse Zeit. Und ich möchte einfach weiterarbeiten. Ich möchte meine Karte fertigstellen. Und das sorgt dafür, dass das sich halt nicht mehr verschieben kann. Messe das Ganze nochmal aus, wie groß meine Gesamtfläche jetzt ist und wie groß mein Kartenrolling dementsprechend werden muss. Ich nehme ja meistens 4 mm dazu. Das heißt 4 mm größer als mein Aufleger oder Aufleger samt Mattung. Und das ist dann am Ende mein Kartenrolling. 20,9 mal 20,8 ist es in diesem Fall. Es ist nicht das 1 zu 1, den Langformat.
Aber je nachdem, welche Standschablonen ihr benutzt, ist das, also ihr könnt ja eure Karte anpassen. Also wer sich da um ein, zwei Millimeter vertut oder das Ganze größer oder kleiner macht, das wird der Beschenkte bestimmt nicht unterscheiden können. Natürlich habe ich auch gleich die Mitte gefalzt. Mit meinem Falzbeil kann ich das Ganze noch festdrücken. Das ist übrigens die Größe für meine Pappe. 20,1 mal 9,6 mm. Die habe ich dann halt aus Pappe zugeschnitten. Das ist auch wieder knapp einen Millimeter dick. Und das wird halt als Unterleger oder als Zwischenschicht zwischen Kartenrolling und der fertigen Karte dienen. Deswegen ist das auch sozusagen nicht so schlimm, wie ich gearbeitet habe, dass ich nur einen Rahmen aus Cardstock gestanzt habe. Und ja, Cardstock ist ein bisschen weicher als Fotokarton zum Beispiel. Es macht nichts, weil das Ganze wird ja noch mit einer festen Pappe miteinander verklebt. Das gibt halt dem Ganzen Stabilität und die Karte verzieht sich nicht mehr oder nicht so stark, wie sie so normalerweise tun würde. Und auch da wieder großflächig mit doppelseitigem Klebeband und Flüssigkleber arbeiten. Von beiden Seiten das Ganze flach drücken und dann noch eine weitere Schicht, weil wir wollen das Ganze ja auch mit dem Kartenrolling verbinden. Auch hier würde ich sagen, benutzt den Kleber eures Vertrauens. Ich zeige euch einfach nur, wie ich arbeite. Es funktioniert auf viele Weisen. Die Frage ist halt, wie lange soll eure Karte überdauern? Ich habe am Anfang zum Beispiel sehr viel mit Teppichklebeband gearbeitet. Der war schön klebrig und klebte wie Bombe. Aber ich habe festgestellt, je dünner das Papier ist, desto stärker sieht man halt diesen Kleber durch. Der verfärbt sich mit der Zeit gelblich. Deswegen habe ich dann irgendwann eingestellt, damit zu arbeiten. Dann hatte ich eine ganze lange Zeit echt Bedenken wegen Flüssigkleber. Mir ist das überall hingelaufen, wo er hin wollte, nur nicht da, wo ich ihn brauchte. Und mit dem Klebestift habe ich halt auch keine guten Erfahrungen gesammelt und dann ist man halt bei doppelseitigem Klebeband gelandet. Ich habe dem Ganzen aber nochmal eine Chance gegeben, nachdem ich in letzter Zeit auch viele YouTuber geschaut habe und habe mir gedacht, okay, Tiki-Glue probieren wir aus und ich bin sehr zufrieden. Hier seht ihr meine Ansammlung von Stanzelementen. Ich habe meine Lieblingsstanzschablonen von Mama Elephant. Da sind ganz viele Konfettis in verschiedenen Formen. Da sind Kreise, da sind Sternchen, Herzchen und quasi geprägte Pailletten, die wirklich die Paillettenform so ein bisschen nachahmen. Man kann es im Bild schlecht erkennen, aber eigentlich suche ich mir hier Kreise in einem Spiegelkarton in Rot raus. Als Kontrast, als Highlight, als Aufgreifung von den Wangen, weil Rot haben wir schon mit in der Karte, aber eben nur in den Buchstaben quasi und Wangen von einem Pikachu. Und da habe ich mir gedacht, ein bisschen mehr Rot können wir gebrauchen. Gelb ist sehr dominant. Wir haben viel Weiß, wir haben etwas Schwarz, wir haben etwas Grau. Und ja, Weiß würde halt, Weiß würde ich sage ich schon, Rot würde hier gut passen. Aber als erstes natürlich mein i-Pünktchen. Da nehme ich einen 2 mm Schmuckstein in Schwarz und mit dem Flüssigkleber habe ich natürlich erstmal das Pünktchen gesetzt, wo ich das in etwa haben möchte. So verfahre ich natürlich auch hier mit den Stanzelementen. Ich setze Pünktchen. Manchmal, wie zum Beispiel hier, die großen Elemente sind mir zu groß, dann halbiere ich sie und stecke sie halt nur zum Teil unter das Element, wo ich es sozusagen drunter verstecke. Und dann wirkt das wie eine ganze Paillette, die einfach nur zur Hälfte rausguckt. Aber es weiß ja keiner. Und so könnt ihr die andere Hälfte für ein anderes Projekt benutzen. Und ja,
habt ihr mehr von euren Elementen. Das macht man auch zum Beispiel mit Schnörkeln, mit Blümchen. Wenn man die Hälfte eh nicht sieht, dann kann man es auch wegschneiden. Ich habe mir so ein optisches Dreieck in etwa gesetzt, habe dann angefangen, auch in Dreierelementen die Ausstanzungen zu kleben. Ihr seht ja selbst die ganz kleinen Innenteile von den Pailletten, die rausfallen, benutze ich als Elemente zum Aufkleben. Und wenn ihr dann so, ich sag mal, speziellen Karton habt, wie Spiegelkarton, Glitzerkarton, geprägten oder irgendwie schimmernden, permutfarbenen, was auch immer, da wirken auch gerade so kleine Elemente richtig elegant und nach etwas mehr. Und es sind eigentlich Reste. Reste, die quasi beim Stanzen entstehen. Oder ich sag ja, ich bin ein kleiner Horter. Ich schmeiße selten was weg. Und diese Einstellung muss ich auch etwas, ich muss an mir arbeiten. Also ich kann nicht alles aufbewahren. Und bei vielen Sachen sage ich auch, ich kaufe nichts mehr. Hier habe ich noch Schmucksteine also ergänzt. Das sind vorhin rote, ungefähr 3 mm große Schmucksteine gewesen und jetzt setze ich ganz, ganz klein, also 2 mm. Ich liebe die Dinger. Davon kann man zig Stück draufkleben und das sieht nicht zu voll aus. Und damit ist die Karte tatsächlich auch fertig. Es war eine frustrierende Karte, es war ein langer Prozess, doppelte Arbeit, aber am Ende war ich sehr, sehr zufrieden und ich glaube, meine Nichte auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr auch ein Abo dalasst und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.